Hi Leute und willkommen zurück im Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2. Wir haben letztes Mal unseren feindlichen Clan hier platt gemacht. Und sah eigentlich ganz gut aus, wir sind leider nur einmal gestorben. Naja, egal, ich habe nicht genau gesehen, von wo die kamen. Oder der Schuss zumindest. Kann ich hier was nehmen? Alles klauen, was ich nehmen kann. Und ein paar Bohnen. Weil wir wollen uns nämlich ein bisschen ausrüsten hier. Und aus dieser weißen Seuche raus schließen. Ne? Was haben wir hier? Jawohl. Hä? Was zum... Achso, falsche Taste. Oh, Zigarre. Die nehmen wir auch. Können wir mit Katz was anfangen? Nö. Ja. So, da noch ein bisschen mitnehmen. Arznei kann nicht schaden. Weil solange wir was mitnehmen können, sollten wir es vielleicht auch tun. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Okay, wir brauchen Sprengstoff. Hier ist. Nee, gar nichts. Gucken da nochmal rein. Oh, perfekt. Klettert sogar ein bisschen. Nee. Wo kriegt ihr denn jetzt Sprengstoff her, verdammt? Was machst du eigentlich hier, hm? Oh, Gin nehme ich auch. So, Sprengstoff. Wo finde ich den Sprengstoff? Aha. Jetzt darf ich es öffnen. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. It smells good. Come on. Wir drücken ihm einfach alles in die Hand. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Gut, schnappen wir uns jetzt den Zug und gehen wir erstmal zurück zur Basis. Wow, ich kann nur nicht reiten. Yes. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like, but we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John back. Charles and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, he didn't get combed, but this head'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will. Just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. Na dann, los. Jetzt weiß ich halt nicht, reiten wir zurück oder ist das jetzt... Ne, hier sind keine Spuren. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt Richtung Zug gehen, oder? Hey, you see that fella? Wasn't he at the camp with Combs? Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Okay, you got it. Folge und Drusker. Fange ihn mit dem Lasso, wie mache ich das denn?
Tab gedrückt halten, um Waffenrad auszurüsten. Okay. Rechts gedrückt halten, um zu zielen. Jawohl. Freilassen auf keinen Fall. Rechts gedrückt halten und vom Pferd steigen. E war das. Genau. Wir nehmen Drossel F, um ihn zu fesseln. Machen wir. Ist der, den wir freigelassen haben, oder? Wenn ja, dann ist das richtig nice. Oh Gott, no. Du hast bestimmt noch weitere Informationen für uns. schade. Pferdinventar. Entfernen und Dreska. Nee. Tennessee Walker. Untersuchen. Cool. Machen wir mal. Und jetzt? Infoanzeigen, Tennessee Walker. Achso, das. Achso, heißt unser Pferd. Ah. Das habe ich gar nicht gecheckt. Info verbergen, ja. Führen. Streicheln. Gut gemacht. Yeah, good boy. Und E. Hä? Kann ich das jetzt nicht irgendwie führen? Ey. Verstehe ich nicht. Ey? Jetzt? Ach, nur einmal drücken. Okay, ich dachte, ich muss es gedrückt halten. Muss es wirklich so langsam sein? Kann ich nicht einfach auf ihn aufsteigen? Ah, doch, geht auch. Gut. What's your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy, Kieran Duffy. Okay, das ist ein anderer. I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Some fan you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please! Okay, reiten ein bisschen schneller da hoch. You're hurting me. Tut mir leid. Muss aber sein. So. Kann ich die Energie meines Pferdes eigentlich aufladen? I hardly know him. You better shut your mouth, you little shitter. I will shut it for you. Er kennt die kaum, genau. Von wegen. So, wir bringen dich erstmal jetzt zu den anderen. Guck, was du zu sagen hast. Just let me go, please. Have a heart, mister. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Not one more goddamn word. Am I clear? Okay, okay. That's two bones right there. Oh, aber jetzt fällt er nicht runter, das ist schon mal gut. Jetzt hat das, ey, wenn wir das Pferd jetzt geführt hätten, ne? Boah, wie lange das einfach gedauert hätte. So, wir sind wieder zu Hause. Entfernen Kieran. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. Naja. Nicht zu jedem, aber. So, wir sind irgendwie hier rein. You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe.
we get them hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Schon idyllisch, ne? Dieses kleine Dörfchen. Ist schon abgeschlossen, alte Freunde. Grüßen. You okay, Bill? Are we gonna hit this train then? Seems that way. Kriegen wir hin. So, ich möchte gerne mal irgendwie. Kann man die Karte aufrufen oder so? Machen wir Escape. Karte. Da. So, wenn das jetzt. Mr. Pearson, die Nachwirkung der Schöpfung. Aha. Pearson möchte mit dir sprechen. Das ist wahrscheinlich der Auftrag, also der Typ. Der Auftrag und ja, was wir mit dafür machen müssen. West Grizzlies. Das ist wahrscheinlich der Ort, wo wir dann hin müssen. Okay. So, ein kleines Pferdchen. Können wir mit dir irgendwas anstellen? Führen? Nein, streicheln machen wir mal. Ja, okay, boy. There, boy. Yeah, good boy. So. Infoanzeigen. Fell. Margoni-Brauner. Mhm. Geschwindigkeit 3. Oder so. Ich weiß nicht, was das Graue zu sagen hat. Das ist vielleicht das Maximum oder die Ausdauer, keine Ahnung. Das Dunkle, was noch andere Pferde wahrscheinlich können. Beschleunigung ist auch wohl normal, keine Ahnung. Wendigkeit Standard, das ist dein Hauptpferd. Wie viele Pferde kann ich denn haben? Ja, hier nochmal streicheln. Cooles Pferd. So, warte mal, Pferdeinventar. B. Was haben wir denn hier so? Wir können das hier eigentlich mal. Wie nehme ich denn Sachen mit? Alle wegwerfen, wegwerfen, essen. Zurück. Okay, das hier ist dafür da, oder wie? Machen wir mal essen. Jo. Aha. Okay, das ist wieder voll. Kautabak. So, dann nochmal. Für Beutel, Zigarette, ich weiß nicht genau, für was das jetzt alles da ist. Füllen Sie Kerne von Gesundheit und Ausdauer wieder auf. Okay, das beides. Kerne ist das Innere. Das Äußere, wie mache ich das voll? Stellt deine Ausdauer komplett wieder her. Angebrochener Magenbitter. Oder füllt sich das von selber auf, das Äußere, wenn das Innere fertig ist? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Dann, oh, wir haben nur 5 Dollar. Das ist jetzt nicht so viel. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. Ich wollte mit ihm eigentlich noch nicht reden. Ugh. Fällt das an. Ist ja schon richtig eklig. So. Schade. Können wir nicht benutzen. So, was haben wir hier? They'll come looking for me, you know. Or maybe they'll come looking for those old Trisco boys we killed at that ranch down the way. Who was that? Declan? Fat Tommy?
He didn't get as far as introductions. So, den können wir jetzt nichts mehr machen. Na, komisch, dass er den Namen kennt, ne? Also gehört er ja doch zu denen. Hm. Das hat er sich auf jeden Fall verraten. So, was mit dir? Boss. Boss kann ich nichts machen. Okay. So, nächstes Pferd nenne ich Jack Daniels. Auch die versuchen zu befreien. Der Graf, okay. Ups. Kieran. Heißt das Pferd so oder heißt der Typ jetzt so? Oh, sorry. Ne, Charles heißt der Typ, okay. You okay in here, Charles? It's alright. Considering. Well, try to rest that hand. How long are you gonna keep me like this? Ain't decided yet. Come on, I'm freezing to death here. All going to plan then. Schön. So, was ist das hier für ein vollgepacktes Pferd? Brown Jack. Aha. Kann ich nicht eine verpulen oder so? Ja, F. Schade. So, wie heißt du, mein Guter? Maggie. Ah. Na gut. Wir müssen uns irgendwie um unser Pferd kümmern. Ich weiß nur nicht wie. Wir müssen die irgendwie füttern oder so? Damit es wieder besser ist. So, führen. Machen wir es einfach mal so. So. Bringen wir dich mal mit in den Stall zu den anderen. Da drin ist es nämlich wärmer. Vielleicht hilft das ja fürs Pferd. Verbundenheit gestiegen. Du hast mit deinem Pferd das Aufbäumen freigeschaltet. Halte beim Stehen Steuerung L gedrückt und tippe auf Leertaste, um die Bewegung auszuführen. Ausdauerstufe 5 erhöht. Okay. Steuerung L. Leertaste. Okay, was ist das hier? Ach, das ist Dead Eye, oder? Kann das sein? Kompass erweitert aus. Hm. Na komm, wir gehen mal da rein. So. Ich stelle dich einfach mal hier vorne mit ab. Tennessee Walker, gut gemacht. Zutraulichkeit plus. Sehr gut. So, dann gehen wir jetzt wieder raus und gucken mal, was wir noch so machen können. Ich möchte mich einfach nur mal ein bisschen umsehen, bevor wir den nächsten Auftrag hier starten. Weil, das möchte ich dann doch noch machen, die ganzen bisschen Nebenquests und so. Kann ich da am Feuer irgendwas braten oder so? Was war das denn für ein Grafikfehler? Na egal. Gucken wir mal, was haben wir hier? Oh, hi. Bill. Guten Morgen. Morgan. Wow, wer seid ihr denn da? Grüßen. Mika. Die O'Driscolls. Now we just have to rob this train. Get out of here. Yeah. Them wagons are still snowed in. So, how you feeling about this train? I mean, we gotta do something. Yeah, but that's more than something. Well, try to stay strong. Okay, Arthur. Okay. How are you holding up? So-so. We'll be okay. Okay, then. So, mit dir noch irgendwas, was ich machen kann? Nee. Mika bin ich auch durch. So, was haben wir hier noch? Achso, das ist
Zelt oder was ist das? Why? How you doing, Molly's husband? So now you're robbing a train. Of course. How is that going to help us? I'd speak to Dutch about that. Send someone sensible. Anyway, try not to worry. Okay, Arthur. Was für eine Konversation. Und hier können wir jetzt schlafen oder wie sieht das aus? Setzen. Okay. Ich wollte mich eigentlich aus dem Bett setzen, aber passt schon. Was? Wofür habe ich hier dieses Symbol für das Bett? Ist egal. Gut, gehen wir hier wieder raus. Gucken uns mal in irgendeinem anderen Haus um. Das muss so kalt sein, ne? Die Türen schließen gar nicht richtig und so. Ah, naja, gut. Ein bisschen auf einem Feuer geht das. So, die Wagen sind noch eingeschneit. Ja, so ein bisschen. Was ist mit dir? You're safe now. Ich bin einfach immer noch flint. She'll be okay, Arthur. I'm sure she will, Mary Beth. Sadie. Nein, nicht Sadie. Mary Beth, können wir nichts machen? Was mit dir? Grüßen. Hey, Cat. Keep glad you boys made it back all right. We was worried. Yeah, hopefully we can get out of this hellhole soon. Okay, well, try to stay warm. Sure. We keep moving and we keep together. Oh, my mistake. Same as always. All of you. Ain't that so, Mr. Morgan? Of course. Kind? Kann ich mit ihm reden? Nee. Dir vielleicht noch? Auch nicht. Oh, Mann. Oh, sorry. Listen. All quiet here while we were gone? I think so. Slept for most of it. Typical. So. Kommst du dich um einen Mann? You okay, Abigail? Yeah. How'd you boys get on with old Driscoll's? It's dealt with. For now, anyway. Well, just hang in there. Just get us off this damn mountain. Verlangt sie auch mal was? Was mit ihm? Okay, now? Ah, I think so. Thank you. Of course. Anyway, try not to worry. All right. Ja, dich kriegen wir wieder durch. Was ist mit dir? Hörst du viel zu labern? Okay, Mr. Strauss. I think so. Well done for finding Mr. Marston. Some good news at least. Yep. Well, try to stay strong. Yes, I suppose. Shall not be sown. Yea, their stock shall not take root in the earth, and he shall also Reverend Swanson. Them, and they shall wither, and the whirlwind shall take them away. Das kann ich jetzt schon nicht leiden. Wir gehen wieder raus. So, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal den Auftrag für den Heini da hinten. Seine komischen Hütte. Und ja. Danach geht's dann wohl. Ich glaube zumindest, dass es ein Nebenauftrag ist. Vielleicht ist es auch schon direkt der Hauptauftrag mit dem Zug. Ich denke aber nicht. Und wir gucken mal, was er dann von uns will. So, was mit dir? Having fun in here, Lenny? More since we robbed the old Driscoll's. Hopefully we'll be out of here soon. Okay, well, try to stay warm. Good luck. Ja, wird schwer. Aber wir haben hier ein Feuerchen. Stellen wir uns aber zu unserem Kumpel hier. Wie heißt er? Lenny. Und beenden hier den Part. Ach, drehe ich auf ihn jetzt zum Feuer. Naja, gut. Muss reichen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.